Hallo Freunde meines Elektronikkanals. Mein Büro ist gerade geschlossen worden. Ich habe jetzt vor, dem Management-Wahnsinn zu entfliehen und mich meiner Hobbytätigkeit zu widmen. Das Bild, was ihr seht, ist, denke ich, eindrucksvoll. Rechte Seite P-Röhren, linke Seite E-Röhren, wobei ich von der linken Seite schon jede Menge geprüft habe und entsprechend vermessen. Das seht ihr da, die liegen schon da. Das muss noch alles in meine Kästen, die zeige ich euch gleich, wo ich den Vorrat halte. Und ich schiebe dieses Video ein, weil doch sehr, sehr viele Interessenten da sind, die zum Rötest Fragen haben oder das System nochmal in Gänze sehen möchten. Und dementsprechend habe ich mich entschlossen, ganz kurz entschlossen, heute da nochmal was zu machen. Ja, das, was ihr seht, ist ein Geschenk von einem befreundeten Repair-Café. Dort ist keiner, der sich mit Röhrentechnik auskennt. Und so machte das Sinn, mir dieses Konvolut zu übergeben. Wie so oft in unserer Geschichte stammt das von einem verstorbenen Funkamateur, dessen Witwe so geistesgegenwärtig war, dieses Paket einem Repair-Café zukommen zu lassen. Dafür sind wir sehr dankbar. Und es sind teilweise original verpackte Röhren dabei. Wirkliche Schätze, absolute Schätze unter anderem. Und jetzt werden viele sofort wissen, was ich meine. Ich weiß nicht, löst das die Kamera auf? Muss ich mal eben gucken, Schärfe. Zwei original verpackte ECLL800 mit hervorragender Emission. Neuwertig. Und das alleine war schon die ganze Mühe des Sortierens und Einordnens wert. Ja, gehen wir mal an einem Beispiel vor. Ich greife jetzt mal hier, die sind noch die Originalverpackungen, aber es sind teilweise auch gebrauchte Röhren drin. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu prüfen. Wir haben jetzt hier eine ECC83. Ich schaue mal rein, wie die aussieht. Ja, das könnte eine gebrauchte sein. Ich glaube, man kann es erkennen. Ja, heißt aber nichts. Wir werden die jetzt mal prüfen. Und bevor wir in diese Prüfung gehen, zeige ich euch mal mit der Kamera mein Röhrenvorrat. Das habe ich hier in diese Stahlkästen eingesetzt. Und ihr erkennt gut, dass da viel Arbeit hintersteckt. Das heißt, für Röhren so in loser Schüttung, wie man so schön sagt, habe ich die wunderschönen Röhrenkartons von von dem habe ich das ist so, wenn man älter wird mit den Namen, von Jan Wüsten, mein Gott, ja, bezogen. Die kommen dann in einer solchen, Momento, wo habe ich sie? Kommen dann in einer solchen Form an hier und sind von hervorragender Qualität, muss man noch zusammenfalten, alle gängigen Größen sind da erhältlich. So, dann gilt es noch, die Kartons zu beschriften. Hier seht ihr Kartons, wo ich schon Röhren verarbeitet habe, und so beschrifte ich die dann. Vorne oben kommt die Röhrenbezeichnung drauf und an der Seite das Etikett, was das Röhrtest ausdruckt. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Gut, und so hat man dann ein bisschen Ordnung und kann dann auch das wiederfinden, wenn man es braucht. Ja, gehen wir hier rüber aufs eigentliche Röhrtest. Die Frontplatte ist ja so ein bisschen vorgegeben. Es gibt mehrere Varianten der Anschlussboxsysteme. Das Gehäuse ist von vielen individuell selbst gebaut. Auch hier ist es individuell von mir aus Holz gefertigt. Sehr leicht ausbaubar und für den Service. Wer den Bau dieses Röhrtests sehen will, auf Helmut Weigels Seite habe ich einen Fertigungsbericht geschrieben, auch wie ich die Holzteile zugeschnitten habe, die Maße und wie es eingebaut ist. Ja, und ich habe mich für diese einfache Stecksockelgeschichte entschieden, weil das war für mich
die beste Lösung. Mit den Messerleisten, das geht auch gut zum Tausch. Ja, und die meiste Arbeit, die ihr beim Röhrtest habt, ist halt das hier. Ne? Ich schwenke mal runter. Das ist das. Die vielen Boxen, die man braucht für die unterschiedlichen Sockelschaltungen. Und dann noch die Anschlusskabel für die Anodenanschlüsse, die man ja bei einigen Röhren einzeln stecken muss. Ihr seht hier die unterschiedlichen Größendurchmesser. Ganz, ganz, ganz wichtig, unbedingt bei Leistungsröhren EL509, PL509 etc. pp. Ein Ferrit, ein Klappferrit auf die Zuleitung, weil diese Röhren oszillieren sehr schnell bei den hohen Anodenströmen und dann schießt euch das ab innerhalb von Sekunden. Ihr müsst ja sofort das Röhrtest ausschalten. Da ist eine Überwachung drin, aber man geht auf Nummer sicher. Ordentlicher Ferrit auf die Leitung und man geht zur sicheren Seite. Ja, hier mal zum Beispiel Stahl 8, Y8A. Kompatron ist eine relativ seltene Geschichte. Loctal ist natürlich wieder häufiger und so weiter und so fort. Das ist natürlich, hier unten geht es noch weiter. Die amerikanischen Sockel und ganz wichtig hier dieser Universalsockel, wo man die einzelnen Spannungsbereiche dann abgreifen kann, wo man dann quasi manuell mal testen, die Möglichkeit zum Testen hat. Ja, so sieht das aus. Das ist mit die meiste Arbeit, weil die Ausschnitte, vor allen Dingen die Rechteckausschnitte, ja von Hand gemacht werden müssen. Und hier zum Beispiel Hexodensockel, Post. Also es ist schon eine Menge Arbeit. Gut. Das zur Ausrüstung. Dann gehen wir daneben. Da steht der Drucker, der Labeldrucker. Das sage ich euch gleich, wie es geht. Es ist also eine simple Geschichte und man hat da eine ordentliche Beschriftung. Man kann im Röhrtest konfigurieren, was auf dem Etikett sein soll. Ich habe mich darauf beschränkt, die Emissionswerte der Röhre aufzuzeichnen und das reicht dann. Okay, wir haben jetzt eine ECC 83. Jetzt gehen wir mal in Richtung, muss ich die Kamera mal etwas schwenken. So, ich hoffe, das kommt jetzt hin. Ja. Ich hoffe, man sieht das halbwegs, jetzt muss ich mal im Scharf stellen. Ja. Okay, ich gehe jetzt mit der Maus hier auf Laderöhrendaten und gebe dann ein über die Tastatur ECC 83. Dann sucht er aus der Datei die verschiedenen Typen raus. Das ist eine Standard ECC 83. Die klicke ich an. Okay. Und jetzt habe ich hier den Sockel, Noval B9A, Standardsockel. Die Daten sind jetzt geladen ins Programm. Und jetzt stecke ich hier aufs Röhrtest den Noval B9A Sockel auf. Stecke die Röhre da rein. Wenn ich sie denn finde, habe ich sie hingelegt. Da. Okay. Nun kann man erstmal zur Sicherheit den Halsfadentest machen, der ist relativ einfach und schnell. Da wird eine Durchgangsprüfung gemacht, ihr seht, Halsfaden in Ordnung. Dann macht es auch Sinn, einen Kurzschlusstest zu machen, der prüft jetzt die beiden Systeme, die beiden Trioden gegeneinander an allen Gittern auf Kurzschluss. Das sieht gut aus, okay, keine Besonderheiten und dann reicht jetzt für das normale Vermessen der Röhre, das heißt für die Qualitätsbeurteilung, die statische Messung, die starten wir jetzt. Und jetzt seht ihr, die Heizung ist 12,6 Volt, fährt langsam an, schont den Heizfaden. Und wenn dieser Prozess abgelaufen ist, dann kommt hier dieses Feld. Und jetzt muss man entscheiden, nach der Entwicklung des Anodenstroms, den sieht man hier, wann sich die Röhre stabilisiert hat und wann man die Messung starten kann. Man kann auch diese Vorbereitungszeit, sprich die Zeit der Aufheizperiode, manuell festlegen und dann eine automatische Messung starten lassen. Das bietet dieses Gerät ganz komfortabel. Überhaupt ist die Software sehr umfangreich und nicht in so einem kurzen Video komplett zu beschreiben. Ich möchte auch nur ein bisschen Werbung machen dafür, weil ich auch als Schaltungsentwickler weiß,
was da für eine Arbeit drin steckt. Und ich finde, das muss auch eine entsprechende Würdigung bekommen. So, ihr seht jetzt hat sich der Anodenstrom stabilisiert. 1,2 mA muss sie bringen. Das steht jetzt hier unten in der Übersichtstabelle. Das sieht schon sehr gut aus. Und jetzt starten wir die Messung. Und bei der Messung werden natürlich jetzt erheblich mehr Parameter durchgefahren. Die Gitterspannung wird variiert. Ihr seht das jetzt gleich hier. Steilheit messen. Minus 1,7, minus 2,3, minus 2. Dann Durchgriff Anode messen. Die Spannungen laufen ab. Das geschieht alles selbsttätig. Und das erste System wird gleich getestet sein. Das ist jetzt der Fall. Es macht Sinn, die Röhre sich wieder stabilisieren zu lassen. Man erkennt jetzt schon, dass im zweiten System der Anodenstrom nicht ganz so hoch ist. Aber dennoch meine ich akzeptabel. Ja, es ist stabil. Jetzt starte ich die Messung fürs zweite System. Ist noch alles im Bild, ja. Gut. Alles aus. Wie zu erwarten, erstes System 95%, zweites System 83% im grünen Bereich. Mittlere Bereich wird gelb angezeigt und Röhren, die unter 50% sind, rot. Das ist also schon anhand der Farbe relativ schnell zu erkennen, worum es geht. Jetzt haben wir das soweit durch. Die Röhre ist also gut, die ist okay, die ist verwendbar. Und jetzt habt ihr hier den Button drucken. Dann kommt diese Maske und wenn ich jetzt gleich hier drauf drücke, dazu schwenke ich die Kamera aber nochmal. Jetzt zeige ich euch das auch dann im Bild. So, das ist also jetzt der Thermodrucker und, so. Und jetzt gehe ich auf Drucken. Er schneidet das auch gleich ab. Und dann habt ihr hier jetzt das Etikett mit den entsprechenden Werten. Moment, muss man im Scharf stellen. Ich hoffe, ihr seht es ja mit den Werten der beiden Trioden. Und das klebe ich jetzt auf die Röhrenschachtel. Das heißt, das ist ein selbstklebendes Papier. Wunderbar. Das kommt dann immer so nach einem System hier auf die Seite. Das klebe ich dann jetzt hier auf. Okay, es klebt sehr gut. Die Röhre aus dem Sockel, da muss man aufpassen, die sind ja teilweise noch sehr heiß. Aber bei der Kleinleistungsröhre hier geht das. Ab in den Karton und fertig ist das Ganze. Das heißt, die kann jetzt ins Lager gehen und auf Zugriff weiß ich, was damit los ist, ob ich die verwenden kann. Und so weiter und so fort. Ihr könnt auch in einer internen Datei beim Röhrtest, das ist also möglich, alle gemessenen Röhren der Reihe nach ablegen. Könnte man machen, ist nicht so mein Stil. Ich mache das lieber so ein bisschen von Hand. Dem Alphabet nachgeordnet in der Schublade. Und ich muss den Rechner nicht hochfahren, wenn ich an mein Lager will, sondern ich gehe einfach dem Alphabet nach. Und habe dann die Röhre relativ schnell. Ja, das ist das Arbeiten mit dem Röhrtest. Jetzt zeige ich euch nochmal was richtig schönes, altes. Einfach nur was fürs Auge. Weil es muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Wir nehmen jetzt schon eine von mir vermessene. Dann muss ich mal schauen, wo ich die habe. Die habe ich glaube ich schon eingeräumt. Da muss der Jörg mal eben... Ja. Eine absolut originale AZ12. Das ist mal eine richtige Röhre, kein Spielzeug. So. Das ist mal eine richtige Röhre, ne? Kein Spielzeug. Und jetzt müssen wir einen Stahlsockel haben. Mal schauen, wo ich ihn habe. Stahl, das wäre zu tief. Y, da ist er. So, den Sockel raus, zack zur Seite, Stahlsockel rein, Röhre drauf. So, die ist gesteckt. Und jetzt mache ich mal schauen, wie die Kamera das auflöst. Ja, alles gut. Jetzt muss ich eben die
Röhrendaten laden. AZ12. Okay. Hier ist eine Gleichrichterröhre. Und ja, dann können wir die Messung starten. Ich mache jetzt mal das Licht aus, mal gucken, wie weit wir das sehen. Dann seht ihr, wie schön langsam die Heizung. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich versuche es mal mit der Kamera. Ich bin ja nicht beim Rundfunk, der hier ein perfektes Bild abliefern muss. So, ich starte jetzt die Heizung. Das heißt die Messung. Ich hoffe, ich gehe auch mal jetzt mit der Blende. Ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Also ist schwierig. Es ist schwierig, ne? Das sieht man bei der Röhre nicht so schön mit der Heizung. Ja, oben, jetzt kann man es erkennen. Jetzt kommt sie. Aber ihr seht daran, wenn ich jetzt hier mal ranzoome, da oben ist jetzt die Heizung gut zu erkennen. Und wie sanft die angefahren wird, um diese Röhre zu schonen. Ja, das war mal ein Experiment. Ich habe es auch noch nicht im Dunkeln gemacht. Können wir das Licht wieder anmachen. Dann sehen wir wieder mehr. Okay. Sehr gut. Ja, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, eine PL509 oder entsprechend dann noch mit der Anodenanschlussleitung oben drauf. Das ist also quasi dann das praktische Arbeiten mit dem Röhrtest. Und ich möchte auf das Gerät nicht mehr verzichten. Das wird sich nie amortisieren, aber es ist einfach auch ein gewisser Spaßfaktor dabei, wie bei vielen Hobbys. Wer sich Lautsprecherboxen kauft für 50.000 oder 60.000 Euro, was ja keine Seltenheit ist, da muss man sich auch fragen, inwieweit sich der Klang so viel verbessert, dass es das Geld wert ist. Oder irgendwas anderes an Hobby, das ist immer relativ. Man muss Spaß dran haben, das ist das Entscheidende und das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Gut, das Röhrtest von Helmut Weigel. Ich habe übrigens noch die Version V9. Wird das auch nicht mehr ändern, das ist eine völlig ausreichende Version. Jetzt gibt es ja die Version V10. Die Software wird ständig weiterentwickelt, auch die Röhrendatenbank. Da ist der Helmut immer recht fleißig. Freut sich natürlich aber auch um jeden Röhrendatensatz. Ich konnte ihm auch schon mehrere zuliefern von seltenen amerikanischen Röhren aus Kurzwellenendstufen. Und konnte auch Röhrendaten checken, die eingestellt waren, aber wo nicht klar war, ob die auch plausibel sind. Das konnte ich auch zweimal nachweisen, dass sie plausibel sind und passen. Dann kriegt Helmut von mir eine Mail und dann wird das eingepflegt. Und so ist das ganze Paket der Datei auch Schwarmwissen. Und das ist gut so. Und der Kreis der Freunde dieses Gerätes und Nachbauer wird ja auch ständig größer. Und ich freue mich, dass ich über den Kanal dieses Gerät etwas publik machen konnte. Es ist eine Werbung im eigenen Sinne. Ich bekomme da kein Geld für, will ich auch gar nicht, sondern es geht wirklich darum, wenn ich von Dingen überzeugt bin. Und ich wünschte mir, viele Prominente, die so Werbung machen im Fernsehen, dass die auch von den Produkten überzeugt wären, für die sie da Werbung machen. Aber das scheint mir oftmals nicht der Fall. Das aber nur mal so am Rande. Gut, Röhrtest, Helmut Weigel, geht auf die Seite, sprecht ihn an. Helmut ist immer mit einem offenen Ohr da, auch bei Problemen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wer das Geld bei seiner Frau loseisen kann, ich kenne die Probleme, der wird mit diesem Gerät viel, viel Freude haben und sich eine große Sammlung an Röhren anlegen können. Okay, ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Ich hatte heute meine zweite Impfung. Ich merke, es geht los mit den Nebenwirkungen, fast wie beim letzten Mal. Aber morgen, übermorgen ist das wieder vorbei. Alles gut. Bis dahin. Tschüss.